Hallo zusammen, hier ist wieder Chilla und schaut mich wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es nämlich um den Erfolg maximal invasiver Eingriff. Und für diesen müssen wir den Panzer von Enzot bezwingen, nachdem wir alle Synthesegeschwüre innerhalb von 10 Sekunden getötet haben. Wie läuft das Ganze jetzt ab? Wir spielen den Boss erstmal in der ersten Phase ganz normal, nichts anderes als sonst. Sobald er jetzt hier auf, ich glaube 50% sind, öffnet sich ja hier der Durchgang und wir haben hier diese Synthesegeschwüre. Jetzt ist es wichtig, dass wir die komplette Gruppe aufteilen. Und zwar, wir gehen jetzt auf beide Seiten mit gleich vielen Leuten und verteilen uns auf diese Synthesegeschwüre. Hier ist es natürlich von Vorteil, wenn ihr ein bisschen mehr Spieler seid, dann könnt ihr euch nämlich so aufteilen, dass wirklich an jedem einer steht. Jetzt ist quasi ja, die Geschichte, dass ihr diese Synthesegeschwüre langsam runterhaut, am besten auf so einen Wert zwischen 20 und 30%. Kleine Randinformation, ab und an werden diese Synthesegeschwüre geschildet. Dann kriegen die keinen Schaden mehr, sondern der Schaden geht auf Schild. Wichtig für euch ist, während sie das Schild drauf haben, DPS die am besten nicht. Warum? Und zwar, wenn das Schild dann, wenn ihr das runtergeklopft habt, dann ist das Schild nicht einfach weg, sondern es ist weg und der Schaden, den ihr auf Schild gemacht habt, kriegen diese Synthesegeschwüre. Mir ist das passiert, ich cleave hier wie so ein Blöder drauf, das Schild kommt, mein Geschwür ist nur auf 40%, ich cleave das Schild weg, es geht hoch, bam, und die Geschwüre sind tot und die anderen waren noch nicht so weit. Deswegen macht es nicht, wenn die Schilde drauf sind, einfach nichts drauf. Ihr seht hier, machen wir komplett Damage-Stop, während die Schilde drauf sind und erst als es weg ist, gehe ich wieder hin und cleave die langsam runter. Also wie gesagt, zu 10, 20, 30%, sowas solltet ihr die alle bringen. Sprecht euch da ein bisschen mit eurer Gruppe im Voice ab, ob alle Geschwüre etwa auf dem Wert sind. Und sobald das der Fall ist, könnt ihr quasi CDs ziehen. HT bietet sich auch an, wir ziehen hier auch gerade Heldentum. Und dann tun wir wie so ein Blöde einfach alle runtercleaven, die noch da sind. Wie gesagt, ihr habt 10 Sekunden Zeit, die zu töten. Und wenn ihr das geschafft habt, dann ja, könnt ihr ganz normal runterlaufen. Das Addon wird dann auch weiß, beziehungsweise wir haben das Achievement wird dann auch weiß. Wir haben hier noch ein Addon, das quasi das auch noch mit anzeigt, ob das geklappt hat. Und mehr ist es dann eigentlich auch nicht. Jetzt müsst ihr einfach nur den Boss normal runterspielen, also sprich die zweite Phase und dann dementsprechend die dritte Phase ja auch noch erfolgreich runterspielen, Boss besiegen. Und wie ihr seht, tada, da ploppt das Achievement auf. Mehr ist es tatsächlich nicht. Das hier bedarf ein bisschen Absprache. Hier solltet ihr auf jeden Fall mit ins Voice gehen. Das ist eins der schwereren Achievements, obwohl das auch im Verhältnis relativ einfach ist. Ja, das war's dann mit dem kleinen Achievement Guide. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen damit. Sollte es der Fall sein, würde es mich freuen, wenn ihr positiv werdet. Und wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt, könnt ihr mich selbstverständlich gerne abonnieren. Euer Chilla, bis zum nächsten Mal. Ciao.